Aber wenn ihr nochmal alles rausholen wollt, so was den Flavor betrifft, dann macht das mit dem Mörser, weil dann kommt der Juice raus. Und schön, dass ihr am Start seid heute. Wir werden Lukas und Charo in einem schönen Pasta-Battle gegeneinander antreten lassen. Jetzt schauen wir, ob die kochen können, wer von den beiden kochen kann, wer von den beiden besser kocht vor allem. Ihr habt euch das gewünscht mit dem Pasta-Battle. Habe ich natürlich umgesetzt. Ich würde mir sehr ein Abo von euch auf meinem Zweitkanal wünschen. Holle Live, da teste ich auch Essen, ich mache Wettessen und. Würde mich sehr freuen. Und jetzt fahren wir erstmal zu Lukas. Ich habe den langen Weg hab ich auf mich genommen nach Wien. Und jetzt gucken wir, was jetzt auf uns zukommt. Alter, jetzt mal unbezahlte Werbung. Ich habe so ein Bolt, hat mir Luki empfohlen. Das ist so eine App. Klappt wie eine Einser, ja. Osman kommt jetzt an den Start. Hallo. Hi Osman, grüß dich. Hallo. Ja, I'm waiting here for you. Kurz unterbrechen von zu Hause, weil ich nur kurz zeigen wollte, wie ich schön Kakao trinke und ihn runterschlucke und ihn auf den Boden kippe. Kleine Machtdemonstration von meinem neuen Freund hier, dem Jedi, sponsor der heutigen Folge. Ich zeige euch mal kurz, wie der was aufsaugt. Das ist nämlich ein Wisch- und Staubsauger-Roboter, aber warum das ein Special-Wischroboter ist, der hat eine eigene Station. So, das ist nicht wie jetzt bei Standard-Wischrobotern, die einfach nur wischen, da siehst du ja meistens gar nicht, dass es nass ist. Der wischt richtig feucht. Das zeige ich und das liegt daran, dass er hier halt eine richtige Reinigungsstation drin hat. Hier ist zum Beispiel dreckiges Wasser, weil er ja meinen Kakao weggewischt hat. Hier ist dann das saubere Wasser drin. So, und der hat eine eigene Waschmaschine drin. Das heißt, die Mops wäscht er jedes Mal, wenn er da reinfährt, nach 10 Minuten fährt er da rein und wäscht diese Mops, damit die halt sauber sind danach. Der arbeitet mit richtig Druck, damit er auch in die Rillen rein kann. Der hat 10 Newton Druck, Abwärtsdruck und 2500 Pascal, wenn ihr saugt, an Saugkraft. Und wenn ihr den neu einstellt, müsst ihr den erstmal fahren lassen. Der zeigt euch eine eigene Karte vom Haus, fertigt der an und dann kann der losballern. Und wienert euch die Bude sauber. Also das Ganze findet ihr in der Videobeschreibung. Guckt es euch gerne an. Und ich würde sagen, jetzt geht's weiter im Video. Osman, du alter Osman. Osman ist am Start, Mann. Und wir driven jetzt los zum guten Luki. Was nicht geht, Mann? Ja, zu Recht. Ah, geil, Mann, hier zu sein, Lukas, geil. Ja, es gibt Pasta, Lukas, Mann. Und es wird ja auch natürlich ein schönes Battle geben, das weißt du ja. Du wirst gegen Charo antreten. Hab ich gehört, ja. Wie schätzt du denn deine Chancen ein, zu gewinnen? Es kommt drauf an, wer sich mehr Mühe gibt am Ende des Tages. Ich glaube, beide können ganz gut kochen. Wir sind keine Köche, aber wir kochen hin und wieder mal. Es kommt letztlich drauf an, wer zieht jetzt das krassere Ding so. Dann werden wir mal kurz einmal in die Küche gehen, Luki. Okay, Lukas, nee, guck mal hier mal deine Zutaten an. Was gehört jetzt zum Essen mit dazu erstmal? Was brauchen wir gleich? Wir haben Basilikum, wir haben Minze, wir haben Petersilie, wir haben noch mehr Basilikum. Hier gerade noch spontan aus dem Kühlfach geholt. Kirschtomaten und Spaghetti. Die Nudelsorte für heute. Ich sehe jetzt keine Pinienkerne und so, aber bei so viel Basilikum hätte ich kurz gedacht, vielleicht machst du ein Pesto. Das wird doch Pesto. Pinienkerne kommen noch. Ah, oh, ich hab's mir gedacht. Gute Wahl, sichere Wahl, weil Pesto, das ist eine sichere Nummer, um auf jeden Fall, würde ich mal sagen, eine safe gute Bewertung zu kommen. Was ist safe guter Pesto? Pesto ist effektiv. Ich würde sagen, wir schwenken mal kurz zu Charo rüber direkt, gucken mal, was da abgeht und dann sehen wir uns hier wieder bei dir in der Küche gleich. So Leute, willkommen aus Gelsenkirchen, beziehungsweise, ich sag mal so, aus dem Ruhrpott. Ich klopfe jetzt beim guten Charo, jetzt geht's los, Pasta-Teil bei Charo, starten wir. Ach, bin ich überhaupt richtig? Oh. Ja, Mann, ich bin richtig. Ey! Schau mal! Seine Community! Ja, Mann, was geht bei dir? Alles gut? Wunderschönen guten Tag! Ja, alles wunderbar! Ja, reinspazieren! Schön, dass ich hier sein darf, Mann! Ja. Ich hoffe, du hast was Schönes vorbereitet für uns, Mann! Ich hab schon was vorbereitet. Ich hoffe, das nimmst du ja jetzt nicht übel. Ich hab heute wirklich einen sehr strammen Zeitplan. Ja. Ich weiß, du bist nicht immer der Pünktlichste. Ja. Und damit ich heute auch Zeit spare, hab ich ein bisschen was vorbereitet. Okay, bin ich schon mal zu spät gekommen? Ich sehe schon mal Meeresfrüchte, sehe ich da. Sag mir jetzt nicht, du liebst keine Meeresfrüchte. Doch, ich bin jetzt auf den Geschmack gekommen, weil ich in Marokko war. Ich muss mal von der Seite
der Film, weil da das Licht kommt. Nach dem Perlentorf muss auch die Muschel schlürfen. Ja, aber Muschel hast du nicht zum Schlürfen hier, ne? Nein, leider nicht. Dann erzähl mal, ich bin dir ins Wort gefallen, sorry. Nee, du hast mir erzählt, Marokko. Ja, und da habe ich das erste Mal wirklich frisch, kann man auch nicht sagen, aber da das erste Mal, wo es mir so richtig gefallen hat, wo ich auf den Geschmack gekommen bin. Oh, das klingt nach einer Herausforderung für mich. Und ich hoffe, dass ich den Roller heute auch mit Meeresfrüchten hier in einem wunderschönen Deutschland überzeugen kann. Bin gespannt, Schau, aber da hast du dir wirklich nichts Leichtes, oder hättest du dir auch so eine Billo-Sache aussuchen können? Nein, nein, du weißt doch, Schau, wo ist euer Straßengourmet und ich werde heute einen rausholen. Geil, jetzt mache ich uns Thumbnail rein, schreibe ich Straßengourmet bei dir. Ja, sehr gerne, sehr okay. Gerne. Darfst du spoilern, was der Lukas zubereitet hat? Nee, ich glaube noch nicht, weil, weiß ich nicht, ob ich das jetzt sagen sollte. Vielleicht bist du da, ich sag's mal einmal zu nutzen. Na, ich weiß nicht. Weiß egal, komm, nein, ist egal. Was ich heute für dich zubereiten werde. Dieses Gericht wirst du nirgendwo finden, denn ich hab's ja wirklich selber kreiert und ich bin auch da sehr, sehr stolz darauf. Also wenn ich richtig einen rausholen will und flexen will, kommt das immer bei mir auf den Teller. Okay, dann zeig her, Schau, zeig her. Wie du hier siehst, habe ich hier so kleine Baby-Kalamari schon mal leicht angekocht. Die waren wirklich nur für 2 Minuten im Wasser. Dann habe ich hier Tomaten schon mal klein gemacht. Ja. Dann habe ich hier eine Mischung aus Knoblauch, Chili und frischen Koriander. Knoblauch, Chili, frischer Koriander. Dann habe ich hier argentinische Krabben. Argentinische rote Garnelen. So. Die müssen noch gepult werden, ne? Die? Nee. Heute bin ich aber Italiener. Heute nicht Schau, heute aber Italiener. Dann habe ich hier Malvenblätter. Mooskraut sagt man auch. Das sagt man nichts, ne? Der haut Sachen raus. So. Früher, zu meinen illegalen Zeiten, habe ich. Hast du das geraucht? Nein, damit habe ich manchmal ein bisschen gestellt. Macht das nicht nach, Leute. Der Zug ist auch schon längst abgefahren. Aber so sieht ein klassisches Malvenblatt aus. Auf jeden Fall, die habe ich jetzt in heißes Wasser eingelegt, gewaschen und ausgewogen. Mhm. Das Ganze serviere ich dir auf Pasta. Die ganzen arabischen Leute, die jetzt aus deiner Community gerade zuschauen, die werden jetzt bestimmt mit ihren Händen so machen. Oh mein Gott, was macht der Schau da? Aber ich hoffe, du kannst die heute alles besser. Guck Schau an, wenn ich ihn schlecht bewerte, glaube ich, komme ich nicht mehr lebend raus heute. Nein. Ja, wir drehen nämlich, das auch schon mal auf Charos Kanal einen kleinen Battle. Genau, richtig. Wir werden auch gleich noch ein kleines Sandwich-Battle machen. Sonne scheint, wir haben perfektes Wetter und ich würde sagen... Ja, das gibt es dann auf Charos Kanal. Wenn das schon draußen ist, blende ich es ein und sonst kommt das dann später. Genau, genau. Deswegen solltet ihr auf jeden Fall Rolle und Charo abonnieren, damit ihr auch nichts verpasst. Genau. Denn das klingt doch nach einem Plan, das klingt oder? Nach einem sehr guten Plan. Fangen wir an. Ich bin gespannt. Fangen wir mal an. Wir gucken mal einmal vielleicht noch mal zu Lukas rüber, was der gerade macht. Und dann nehmen wir uns hier wieder in der Küche. Lukas, wir sehen uns. Lukas, wir sind wieder zurück bei dir am Start. Was ist der nächste Schritt bei dir? Wir sind bereit, wir fangen an. Okay, was würdest du sagen, ungefähr rein schätzungsweise, wie lange brauchst du, um das fertig zu kriegen hier? 50 Minuten. 50 Minuten, ehrlich? Ja. Ich bin heute Morgen um 8 Uhr aufgestanden, habe Basilikum im Supermarkt gekauft. Aber ihr seht, der ist noch jung, der muss noch ein bisschen wachsen, ganz klein. Tut mir fast schon leid, ihn zu. So wie einen kleinen Fisch aus dem Bach rauszuholen, weißt du, der ist doch ganz klein, weißt du. Gute Vergleich. Dann sagen auch die meisten Werf rein, aber Lukas nimmt ihn und bricht ihm das Genick. So, ich helfe dir hier mal ein bisschen beim Pflücken. Gerne. Was kommt als nächstes an den Start, Lukas? Jetzt kommt Petersilie. Wenn ihr Pesto richtig gut machen wollt, dann solltet ihr auch eigentlich einen Mörser nehmen. Macht es heute mit dem Mixer. Ich will heute diese zu Hause am Abend 15 Minuten maximal Pasta machen, so wie jeder zu Hause nachmachen kann. Aber wenn ihr nochmal alles rausholen wollt, so was den Flavor betrifft, dann macht das mit dem Mörser, weil dann kommt der Juice raus. Finde ich plausibel erklärt. Und wir gucken natürlich dann, ob sich das im Geschmack auch wiederfindet. Minze. Das ist die Zutat, die, finde ich, am wichtigsten ist, um dieses Pesto, zu diesem Pesto zu machen, was es ist, aber mit der du auch am vorsichtigsten sein musst. Ja, das war das, was mich auch sehr gewundert hat bei dem Rezept. Je nachdem, wie stark die ist, musst du halt gut dosieren. Riecht schon mal sehr frisch, sehr geil. Und ich würde sagen, wir gehen noch mal zu Charo rüber, gucken, was der macht. Und dann sehen wir uns hier gleich wieder, Lukas. Liebe Grüße an Charo. Ja, Mann. Abo Charo. Dann sind wir wieder zurück bei Charo. Ja, das geht schneller, als man denkt, ne? Wahnsinn. Rolle, ich verspreche dir, du wirst danach wie beflügelt sein. Ja? Ist das auch wieder gut für die Libido? Für die Liebe, für die Amore, für das Durchhalten, alles. Ja, okay, geil, Mann. Können wir einmal rüber switchen an Lukas? Ja. Lukas, denk dran, mit dem Code CHARO10 gibt es noch mal Rabatte, ne? Auf dich, wenn du wieder heimlich Zack Plus Riegel nascht, dann nimm wenigstens den Code von Charo heute mal mit. Also, kannst du ruhig mit offenen Karten spielen. Ja, Mann. Prost. So, Lukas, zurück bei dir. Ich habe eben dein Messer nochmal bewundert. Ich liebe Messer. Was ist das für eins hier? Das ist von Anrio. Ich habe auch ein geiles Messer und ich sag's euch, das würde auch theoretisch nur 30 Jahre halten. Es ist so, Bruder. Du hast diesen Gegenstand in der Hand und ob
ihr es glaubt oder nicht, aber da ist irgendwie so eine Energie drin. Ja. Auch wenn du es dir nur einbildest, ja. Auch wenn du die Gedanken hast, dass so ein Beret irgendwo in Japan steht und dieses Messer hämmert, also das ist halt so, ist einfach befriedigend, immer wieder dieses Messer in der Hand zu halten. Ich habe mir auch schon so auf den Finger gehackt, damit du auch. Nee. Nein? So, Lukas, nächster Schritt. Wo geht die Fahrt hin? Ich bringe ganz kurz den Basilikum auf den Balkon. Hast du schon mal Bärlauch-Pesto gemacht, Lukas? Nach Bärlauch stinkst du so aus der Fresse nach aber ganz übertrieben. Einmal meinem Bruder habe ich Bärlauch vor pur gefressen, aber pur. Ich bin ins Auto reingegangen bei ihm, er war sauer. Wenn ich jemals wieder mit Bärlauch ins Auto komme, dann nehme ich ihn mit. Dann lieber doch Minze. Du kannst doch Jiu-Jitsu, ne? Wollen wir hier nur vor der Kamera ein bisschen ringen? Wenn du willst, ja. Nein, Mann, du machst mich kaputt. Was hast du jetzt erwartet, dass ich Nein sage, oder? Ich schwör's, ich hätte einfach im 69-Modus gestartet. Brave Mysterio 69, oder was? Dieser Modus! Ganz wichtig, wasch die Kräuter kurz. Wieso ist das wichtig, Lukas? Weil der Schrott dran hängt. Ja? Das kann euch Holle sicher noch besser erklären, weil er ist Lebensmittelproduktexperte. Ich wasche es auch aus dem Grund, wie Lukas, aber wenn ich sie frisch bei mir aus dem Garten pflücke, dann natürlich nicht. Da hast du natürlich auch noch das Vitamin B12, was natürlich als Bakterium da liegt. Da willst du natürlich nicht abwaschen. Die Rezepte übrigens, die kriegt ihr in der Videobeschreibung noch. Dein Geheimrezept. Wir switchen unter Umständen nochmal rüber zu Charo, dann sehen wir uns gleich hier wieder. Aber gleich runtergezogen, ne? Ja, das ist geil. Jetzt brauchen wir hier Olivenöl. Oh, du hast gleich einen Riesenkanister, das heißt, du kochst viel, ne? Ja, ja. Manchmal zweimal am Tag, dreimal. Ordentliche Ladung, warum? Die Malve saugt das gleich alles schön auf. Okay, jetzt kann ich dich schon mal einweihen. Der Lukas bereitet gerade Pesto vor. Da sind drei verschiedene Kräuter, da ist Minze drin, Petersilie und Basilikum. Pinienkerne. Pinienkerne, ja. Genau. Parmesano. Parmesan hat er drin. Salz natürlich ein bisschen und dann schön mit dem Pastawasser hat er das gemacht. Ja, ja. Da kommt auch die angerauten Nudeln sehr, sehr gut. Der Lukas, der ist nicht ohne. Lukas, der hat faustdick hinter den Ohren. Ja, aber ja. Pesto ist auch eine sichere Nummer. Dass du dich so weit aus dem Fenster legst, hiermit hätte ich nicht gedacht. Aber finde ich geil. Hashtag Abo Italiener in den Kommentaren. Ja, Mann. Ja, die Kräuter kommen hoch, auch schön der Knoblauch. Noch mehr Knoblauch, schau. Knoblauch. Triffst du dich mit keiner Form heute oder schon? Also ich treffe mich schon mit einer Frau, aber gemeinsam einsam heute. Knoblauch macht einsam, aber glücklich. Heute werden wir gemeinsam einsam. My love don't waste it, even though I don't mind waiting. Wenn man jetzt reinkommt und es nicht wüsste, könnte das auch Spinat sein, ne, Charo? So. Spinat, Brennnessel, ne? Hast du schon mal auch so pur Brennnessel gegessen, frisch gepflückt? Nee. Sehr viel Vitamin C, sehr gesund, ja? Du merkst das, guck mal, Öl ist weg. Komm, nee, hat alles aufgesogen, ne? Bevor das hier ins Volle geht, switch wir nochmal rüber zu Lukas. Ich stell dir mal einmal noch eine Frage, Lukas. Ne? Wenn ich entscheiden müsstest, nie wieder kochen oder nicht mehr mit deiner Freundin zusammen, was würdest du machen? Kannst du nicht beantworten. Ja? Klar, muss. Ganz ehrlich, jetzt frei raus. Mit dem Schwur auf deine beiden Eltern. Was ist das? Was hat Max gesagt? Sage ich nicht. Mit Du kannst doch nicht nie wieder kochen in deinem Leben. Du hast eh schon zu lange nachgedacht. Das hatte ich selber in den Arsch gebracht. Was machen wir jetzt? Jetzt kommt alles zusammen, alles in den Mixer. Guck mal, Lukas, wie spät ist gerade? 11:20 Uhr. Ihr kennt mein Zuckerproblem, Leute. Würde ich jetzt mir das reinhauen? Meine Psyche spielt verrückt. Ich wäre nicht mehr ich selber. Ich hätte mir jetzt den ganzen Tag versaut, Alter. Ich hätte jetzt gar keinen Bock mehr gehabt zu drehen und sonst was, wenn ich jetzt genascht hätte. Wegen 2 Stück? Ja, vielleicht nicht, aber ich hätte die ganze Packung weggemacht. Diese Spaghetti brauche ich immer in der Pfanne. Du hast immer bei diesen Spaghetti das Problem, die kommen nicht gleichzeitig ins Wasser. Du brauchst einen riesigen Topf dafür, du brauchst voll viel Wasser. Deswegen mit dieser Pfanne, du sparst dir Wasser, die Energie, Salz, die Nudeln passen rein und du hast kein Nachteil dadurch. Du kannst schön rüberschöpfen, du hast nicht dieses riesige Teil, du siehst die Nudeln gut, du kannst gut probieren. Hast nur Vorteile. Gut, dann lassen wir erstmal warm werden und switchen unter Umständen nochmal eben rüber zu Charo. Dann sind wir wieder zurück bei Charo.
Kriegst du auch noch eine ordentliche Ladung runter gleich? Nee. Ich bin gerade im Aufbau. Wenn ich jetzt schon Knoblauch, Chili und so, dann hast du irgendwie dann einen Blähbauch. Dann kannst du nicht mehr die restlichen Sachen essen. Weißt du, deswegen achte ich da immer ein bisschen drauf. Wie schätzt du denn deine Chancen, jetzt deinen Lukas wegzuhauen? Bin nicht ohne, aber ich bin optimistisch. Wäre nicht auch mal so eine Kochausbildung was für dich, Charo? Also so Lehrgänge, Kochlehrgänge, habe ich jetzt auch schon hinter mir gemacht. Aber jetzt eine ganze Kochausbildung. Das geht nicht, zu viel Zeit, ne? So, das können die Kalamaris rein. Wie gesagt, die habe ich wirklich nur 2 Minuten angekocht. Die sind noch nicht durch. Die Garnelen sind auch bewusst mit Schale gewählt, weil die gibt auch noch mal so einen gewissen Sud ab. Ich muss dazu sagen, sehr fasziniert. Charo hat nicht groß zwischen den Nudeln getestet, irgendwie hier al dente oder nicht. Der hat einfach nach Feeling gemacht, ne, Charo? Ich war aber auch 6 Jahre im Knast. Ich habe 6 Jahre lang Nudeln gekocht. Da muss das Feeling drin sein, ne? Ja, ja. Das werde ich gleich selber in Augenschein nehmen. Charo hat mich eben nochmal gefragt, Optik, habe ich zu ihm gesagt, Mittelmaß so. Ich finde auch Spinat und so ist halt optisch jetzt nicht so der Knüller, das halt erinnert ja mich daran. Was sagt ihr Leute optisch? Ihr könnt es gerne in die Kommentare reinknallen. Ja, haut mal rein, 1 bis 10, würde mich interessieren, was ihr sagt. Ich auch, ob das mein Auge nur ist oder Charos. Ich werde dir die Kamera jetzt in die Hand drücken und dann werde ich meinen Senf da mal zu abgeben. Jawohl, dann nehmen wir Platz, Herr Holger. Wenn Salz oder so fehlt, kann man nachwürzen oder? Doch, Salz würde ich noch erlauben. Ja. So, dann film mal bitte nochmal rauf, lieber Charo. Probier jetzt erstmal die Malve, war das, ne? Respekt, dass du dieses Gericht gewählt hast, Charo. Also jeder wäre auch noch mal sicher gegangen, dass du dich dafür entscheidest, echt geil. Die Nudeln tatsächlich al dente, hätte ich nicht gedacht. Außergewöhnliches Gericht. Noch nie mal gegessen, habe ich natürlich auch keinen Vergleichswert. Wenn dir nicht die Zunge mal klein. Gefährlich, das war zu gierig. Schön pusten. Das ist gut. Ja, das ist gut. Nicht so zäh oder so. Ich würde mal so sagen, wenn ich vergleiche aus Marokko, direkt am Meer, wo ich gegessen habe, ne? Hier merkst du ganz leicht dieses Fischige, sag ich mal, aber nicht schlimm, nicht unangenehm oder so. Und in Marokko war das noch cleaner. Ja. Aber stabil. Wir switchen einmal rüber zu Lukas und dann sehen wir uns hier jetzt wieder. Und da sind wir wieder am Start. Wasser kocht, die Nudeln kommen rein. Ich habe Spaghetti und wenn ihr Spaghetti nehmt, dann schaut, dass sie so eine hat, die so eine raue Oberfläche hat. Du hast mehr Stärke, glaube ich, in den Nudeln außen und die hat mehr Grip für die Soße. Das heißt, die Soße bleibt besser haften. Okay. Ja, richtig, richtig klein gemacht, ne? Mehr Flavor, oder? Die Idee ist, dass du jetzt ohne Sahne oder irgendwelche Milch oder was auch immer eine schöne cremige Soße hinzukommst. Ja. Nur mit Nudelwasser und diesem Pesto und am besten auch ohne Flecken zu machen. Ja, das krieg ich auch noch nicht hin. So, die Anrichtung. Du hast sehr genau genommen mit der Anrichtung, das finde ich geil. Für mich erstmal, Leute. Mich haben die Gerüche geflasht am Anfang. Richtig schön mit frischen Kräutern gearbeitet. Das kommt in die Nase, das ist geil rübergekommen. Der Lukas hat mit viel Nudelwasser gearbeitet. Die Soße sah sehr geil aus. Wir gucken jetzt vom Geschmack. Ich bin richtig gespannt. Erster Biss, das ist wie erster Biss in Döner, erster Biss in die Pizza. Mega geil. Pesto geht noch gar nicht drauf ein, aber du hast erstmal die schönen Tomaten. Gut gewählt, schön Geschmack, Lukas, hast du gut gemacht. Es dringen aber schon die Gewürze und ganz leicht in meinen Gaumen. Aber ein wilder Mix, den ich noch nicht so ganz deuten kann. Also für mich das Erlebnis gerade nicht anders als im Restaurant. Und ich würde jetzt mal behaupten, die hier wird mit Sicherheit dem nicht nachstehen, wenn ich jetzt im 0815 Italiener einfach eine Pasta koche. Jetzt, Lukas, da muss ich dich echt loben. Das mit der Minze kommt heftig. Das klingt so ganz leicht durch. Ganz durchdachtes Gericht. Ich sag euch, ich würde auch meine Kollegen niemals schonen. Wir brauchen hier nicht 10 Kochbattles machen. Dann kommt irgendjemand und jedes Mal ist er 8 von 10, dann denkt ihr auch irgendwann, bin ich bescheuert. Wir switchen noch mal eben kurz zum Charo rüber und dann kommen wir zu Lukas. Und da sind wir wieder am Start. Also, Charo, Butter bei die Fische erstmal. Was mir sehr geil gefällt, ist die Malve. Die Flash mit, die hat schön Biss noch. Die mag man nicht glauben, dass sie Biss hat, ne? Nee, ist aber so. Geilen Biss, gefällt mir gut. Hey.
Hier hast du richtig gut hingekriegt, Charo. Schön weich im Biss auch. Von den Kräutern, Knoblauch, schmeckst du direkt nicht so, dass du sagst, jetzt boom, Koriander, nee, boom, Knoblauch, sondern es vermischt sich halt zu einem. Genau. Und die Schärfe, kommt da ein bisschen Schärfe durch? Gleich, ja. Hast du auf Kartoffelbasis geschärft? Ja, auf Kartoffelbasis. Mhm, ja. Ja. Wenn ich jetzt die Stärken und die Schwächen vom Gericht einmal vorheben muss, dafür bin ich ja da. Stärke, Malve, Meeresfrüchte, die Kombi, zusammen mit der Tomate und diesem ganzen Fett und so, du hast es im Mund, das ist einfach lieblich. Mediterran. Ja, mediterran. Das steht ja vor. Negativ, der eigentlich einzige negative Punkt, der mir einfallen würde, du hast zu viel Salz genommen. Ich muss aber auch sagen, der Koch ist verliebt momentan. Ja, ist er, ne? Ja. Bist du? Ja. Freut mich, Charoma, das freut mich. Ja, der Koch ist verliebt. Aber. Das freut mich. Da ist auch so eine leichte Deftigkeit drin. Ich denke mal, durch Öl und diese Röstung, ich glaube, die Malve nimmt einfach sehr viel auf. Auch an Geschmack, ne? Auch Geschmack. Du hast ja gesehen, die hat ja alles aufgesaugt. Alles. Alles drin. Das ist special, das ist neu, das ist außergewöhnlich. Caro, ich werde dir direkt die Bewertung dazu geben und dazu komme ich zu dir an den Tisch und danach esse ich danach weiter, ne? Jawohl, bitte. Ich wasche mal ganz kurz hier, ne? Ja, ja. Also, ich lass dich mal halten, ne? Ja, ich halte. Bevor es zur Bewertung kommt, einmal rüber nochmal zu Lukas und dann kommen wir rüber zu der Bewertung von Caro. Sind wir wieder am Start mit Lukas? Ich habe bisher nichts, was mir nicht gefällt, ehrlich nicht. Was das Gericht ausmacht, sind einfach die Wahl der Kräuter. Ich vermute, hättest du jetzt ein Basilikum-Pesto gemacht, ne? Hätte ich gesagt, so ja, habe ich in Grün schon gegessen. Aber mit dieser Minze, wo ich auch sehr skeptisch war, weil Minze kann sehr schnell auch versauen, wo ich eben hier dran war und das so in den Mund gesteckt habe, da kommt so viel Aroma in deinen Mund rein. Und gerade diese Mischung aus den drei Kräutern, einzigartig, habe ich so noch nicht gegessen. Wenn ich in ein Restaurant gehe, das würde ich jederzeit wieder bestellen. Das freut mich doch, danke. Es hätte mir echt wehgetan, dich jetzt zu verletzen. Ich habe alles gegeben, damit du es nicht machen musst. Schwer, Charo, das zu sagen. Ich werde mich da jetzt nochmal richtig schön reindenken. Dann kriegst du deine Bewertung von mir. Da werde ich auch kurz einmal 3-4 Minuten brauche ich für mich. Dann gehe ich in mich, esse dabei. Da brauche ich wirklich Totenstille. Dann kriegst du deine Bewertung. Du kriegst meine Bewertung erst. Man muss dazu sagen, ich will auch noch Pasta-Bewertungen auf meinem Kanal durchziehen, so Restaurants. Deshalb bei der Bewertung bin ich echt noch schmal reingegangen, weil ich möchte die Messlatte nicht zu weit hochsetzen. Aber diese Kombi an Gewürzen oder beziehungsweise die Kombi an Kräutern bei dir, die hat mich vom Sockel gehauen. Das war so eine wilde Kombination, hat mich schon gut geflasht, würde ich dir eine 8,8 Punkte geben dafür. Hätte ich auch noch höher, aber dafür bin ich noch nicht genug im Pasta-Game drin und muss dann noch mal ein bisschen auf die Reise gehen. Aber das war eine richtig gute Pasta, Lukas. Und ich kann dir noch nicht sagen, wer der Gewinner ist, weil ich jetzt erst zu Schau rüber switche und der wird dann entweder enttäuscht oder wird sich freuen. Aber vielen Dank dir schon mal. Hab mich gefreut, dass dir geschmeckt hat auf jeden Fall. Ja, mich auch und denkt dann, Lukas, wer es noch nicht getan hat, auf jeden Fall ein Abo da lassen. Kuss geht raus. Ja, Mann, wir switchen rüber zu Charo. Du kriegst von mir, lieber Charo, eine 8 von 10 Punkten. Wow. Das Salz hat dich ein bisschen gekillt. Ich weiß nicht, wie es gelaufen wäre ohne Salz, aber der Gewinner ist in diesem Fall leider Lukas. Leider Lukas. Er hat die 8,8 gekriegt. Glückwunsch an Lukas, hab ich mich, küsst deine Augen. Aber dein Gericht war stark. Also hast mich nicht enttäuscht. Und gerade wie du sagst, wenn man jemanden beeindrucken will, ist es heftig. Das tischt dir sonst keiner auf. Diese Malve und so, das, wie das ist auch. Ich bin verliebt, tut mir leid, ich kann nichts dafür. Ja, das merkt man. Charo in love. Charo in love. Die Bewertung ist am Start, Charo. Hat auf jeden Fall sehr Spaß gemacht bei dir. Absolut, absolut. Ja. Immer wieder gern gesehener Gast. Ja. Und Lukas, Glückwunsch an deinen Sieg. Und ich hoffe, dass du mich auch mal mit deiner leckeren Pasta beglücken kannst. Das wäre geil, das wäre geil. Alle zusammen vielleicht mal überzeugen. So romantisches Dinner hatte ich sowieso mal überlegt, so ein Format zu machen. Ja, Wahnsinn. Ja, denkt dran, den Charo zu abonnieren und dann, ja, würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal und schreibt es rein in die Kommentare, wenn ihr diese Battles mehr sehen wollt. Ich habe viel auf Lager da noch. Kuss, bis zum nächsten Mal.